Der Wunschring. Ein junger Bauer, mit dem es in der Wirtschaft nicht recht vorwärts gehen wollte, saß auf seinem Pflug und ruhte einen Augenblick aus, um sich den Schweiß vom Angesicht zu wischen. Da kam eine alte Hexe vorbeigeschlichen und rief ihm zu. Was plagst du dich und bringst es doch zu nichts? Geh 2 Tage lang geradeaus, bis du an eine große Tanne kommst, die frei im Walde steht und alle anderen Bäume überragt. Wenn du sie umschlägst, ist dein Glück gemacht. Der Bauer ließ sich das nicht zweimal sagen, nahm sein Beil und machte sich auf den Weg. Nach 2 Tagen fand er die Tanne. Er ging sofort daran, sie zu fällen, um in dem gleichen Augenblick, wo sie umstürzte und mit Gewalt auf den Boden schlug, fiel aus ihrem höchsten Wipfel ein Nest mit 2 Eiern heraus. Die Eier rollten auf den Boden und zerbrachen. Und wie sie zerbrachen, da kam aus dem einen Ei ein junger Adler heraus und aus dem anderen fiel ein kleiner goldener Ring. Der Adler wuchs zusehend, bis er wohl halbe Manneshöhe hatte, schüttelte seine Flügel, als wolle er sie ausprobieren, erhob sich etwas über die Erde und rief dann: Du hast mich erlöst. Nimm zum Dank den Ring, der in dem anderen Ei gewesen ist. Es ist ein Wunschring. Wenn du ihn am Finger umdrehst und dabei einen Wunsch aussprichst, wird er alsbald in Erfüllung gehen. Aber es ist nur ein einziger Wunsch im Ring. Ist er getan, so hat der Ring alle weitere Kraft verloren, ist nur wie ein gewöhnlicher Ring. Darum überlege dir wohl, was du dir wünschst, auf dass es dich nicht nachher reue. Da erhob sich der Adler hoch in die Luft, schwebte lange noch in großen Kreisen über den Haupt des Bauern und schoss dann wie ein Pfeil nach Morgen. Der Bauer nahm den Ring, steckte ihn an den Finger und begann sich auf den Heimweg. Als es Abend war, legte er in einer Stadt an, da stand der Goldschmied im Laden und hatte viele köstliche Ringe feil. Da zeigte ihm der Bauer seinen Ring und fragte ihn, was er wohl wert wäre. So, einen Pappenstiel, versetzte der Goldschmied. Da lachte der Bauer laut auf und erzählte ihm, dass es ein Wunschring sei und mehr wert als alle Ringe zusammen, die jener feil hielt. Doch der Goldschmied war ein falscher Mann. Er lud den Bauern ein, über Nacht bei ihm zu bleiben und sagte: Einen Mann wie dich mit solchen Kleinode zu beherbergen bringt Glück. Bleibe doch bei mir. Er bewirtete ihn aufs Schönste mit Wein und glatten Worten. Und als er nachts schlief, zog er ihm unbemerkt den Ring vom Finger und steckte ihn stattdessen einen ganz gleichen, gewöhnlichen Ring an. Am nächsten Morgen konnte es der Goldschmied kaum erwarten, dass der Bauer aufbreche. Er weckte ihn schon in der frühen Morgenstunde und sprach: Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Es ist besser, wenn du dich früh aufmachst. Sobald der Bauer fort war, ging er eiligst in seine Stube, schloss die Läden, damit niemand etwas sehe, riegelte dann auch noch
die Türe hinter sich zu, stellte sich mitten in die Stube, drehte den Ring um und rief: Ich will gleich 100.000 Taler haben. Kaum hatte er dies ausgesprochen, so fing es an, Taler zu regnen. Harte, blanke Taler. Als wenn es mit Mulden, Größe und die Taler schlugen ihn auf den Kopf, Schultern und Arme. Er fing an, kläglich zu schreien und wollte zur Tür springen. Doch ehe er sie erreichen und aufriegeln konnte, stürzte er an ganzen Leibe blutend zu Boden. Aber der Talerregen nahm kein Ende und bald brach von der Last die Diele zusammen und der Goldschmied mitsamt dem Geld stürzte in den tiefen Keller. Darauf regnete es immer weiter, bis die 100.000 voll waren. Und zuletzt lag der Goldschmied tot im Keller und auf ihm das viele Geld. Von dem Lärm kamen die Nachbarn herbeigeeilt und als sie den Goldschmied tot unter dem Geld liegen fanden, sprachen sie: Es ist doch ein großes Unglück, wenn der Segen so knüppeldick kommt. Darauf kamen auch die Erben und teilten. Unterdessen ging der Bauer vergnügt nach Hause und zeigte seiner Frau den Ring. Nun kann uns gar nichts mehr fehlen, liebe Frau. Unser Glück ist gemacht. Wir wollen uns nun recht überlegen, was wir uns wünschen wollen, sagte er. Doch die Frau wusste gleich guten Rat. Was meinst du, wenn wir uns noch einen Acker wünschen? Wir haben gar so wenig. Da reicht so ein Zwickerl gerade zwischen unseren Acker hinein. Den wollen wir uns wünschen. Das wäre der Mühe wert, wenn wir ein Jahr lang tüchtig arbeiten und etwas Glück haben, könnten wir ihn uns vielleicht kaufen, erwiderte der Mann. Darauf arbeitete der Mann und die Frau ein Jahr lang mit aller Anstrengung und bei der Ernte hatte es noch nie so geschüttet wie diesmal, sodass sie den Zwickel kaufen konnten und noch etwas Geld überblieb. Siehst du, wir haben den Zwickel und der Wunsch ist immer noch frei, sagte der Mann. Da meinte die Frau, es wäre wohl gut, wenn sie sich noch eine Kuh wünschen und ein Pferd dazu. Frau, entgegnete abermals der Mann, indem er mit dem übergebliebenen Gelde in der Hosentasche klapperte. Was wollen wir gegen solch einer Lumperei unseren Wunsch vergeben? Die Kuh und das Pferd kriegen wir auch so. Und richtig, war die Kuh und das Pferd reichlich verdient. Da rieb sich der Mann vergnügt die Hände und sagte: Wieder ein Jahr den Wunsch gespart und doch alles bekommen, was man sich wünschte. Was wir für ein Glück haben. Doch die Frau redete ihren Mann ernsthaft zu, endlich einmal an den Wunsch zu gehen. Ich kenne dich gar nicht wieder. Früher hast du immer geklagt und gejammert und dir alles Mögliche gewünscht. Und jetzt, wo du's haben kannst, wie du willst, plagst und schindest du dich, bist mit allen zufrieden und lässt die schönen Jahre vergehen. König, Kaiser, Graf, ein großer, dicker Bauer könntest du sein, alle Truhen voller Geld haben und kannst dich nicht entschließen, was du wählen willst, entsetzte sie ärgerlich. Ach, lass doch dein ewiges Drängeln und Treiben. Wir sind beide noch jung und das Leben ist lang. Ein Wunsch ist nur in dem Ring und der ist bald vertan. Wer weiß, was uns noch einmal zustößt, wo wir den Ring brauchen. Fehlt es uns denn an etwas? Sind wir nicht verletzt?
seit wir den Ring haben, schon so heraufgekommen, dass sich alle Welt wundert. Also sei verständlich, du kannst dir ja mittlerweile immer überlegen, was wir uns wünschen könnten. Damit hatte die Sache vorläufig ein Ende. Und es war wirklich so, als wenn mit dem Ring der volle Segen im Haus gekommen wäre. Denn Scheune und Kammern wurden von Jahr zu Jahr voller und voller. Und nach einer längeren Reihe von Jahren war auch dem kleinen armen Bauern ein großer dicker Bauer geworden, der den Tag über mit den Knechten schaffte und arbeitete, als wolle er die ganze Welt verdienen. Nach dem Vesper aber behendig und zufrieden vor der Haustür saß und sich von den Leuten guten Abend wünschen ließ. So vergingen Jahr und Jahr. Dann und wann, wenn sie ganz alleine waren und niemand es hörte, erinnerte zwar die Frau ihren Mann immer noch an den Ring und machte ihm allerhand Vorschläge. Da er aber jedes Mal erwiderte, das hätte noch vollauf Zeit und das Beste falle einem stets zuletzt ein, so tat sie es immer seltener. Und zuletzt kam es kaum noch vor, dass auch nur von dem Ring gesprochen wurde. Zwar der Bauer selbst drehte den Ring täglich wohl 20-mal am Finger um und besaß ihn sich, aber er hütete sich, einen Wunsch dabei auszusprechen. Und 30 und 40 Jahre vergingen und der Bauer und seine Frau waren alt und schneeweiß geworden. Der Wunsch aber war immer noch nicht getan. Da erwies ihn Gott seine Gnade und ließ die beiden in einer Nacht selig sterben. Kinder und Kindeskinder standen um ihre beiden Särge und weinten. Und als eines von ihnen den Ring abziehen und aufheben wollte, sagte der älteste Sohn: Lass den Vater seinen Ring mit ins Grab nehmen. Er hat sein Lebtag seine Heimlichkeit mit ihm gehabt. Es ist wohl ein liebes Andenken und die Mutter sah sich den Ring auch so oft an. Am Ende hat sie ihn den Vater in ihren jungen Tagen geschenkt. So wurde denn der alte Bauer mit dem Ring begraben, der ein Wunschring sein sollte und keiner war und doch so viel Glück ins Haus gebracht hatte, als ein Mensch sich nur wünschen konnte. Denn es ist eine eigene Sache mit dem, was richtig und was falsch ist. Und schlechting in guter Hand ist immer noch viel mehr wert als gutes Ding in schlechter Hand. Hintergrundmusik aus YouTube, Künstler Reed Mattis. Dein Oma Liebchen aus ganz weit weg sagt: Tschüss, Servus, pfiat die gut, bis bald.